Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem passenden Video dazu. Heute Morgen beginnend, wie so oft, an der Charca de Maspalomas. Und erstmal den Weit- und den Klarblick hier genießen in die Berge. Ja, recht herzlich willkommen und vielen Dank fürs Dabeisein heute am 2. November 2024. So, und wir sehen ganz deutlich, hier ist überhaupt kein Wind, hier gibt es keine Wellenbewegung und weiter vorne kräuselt sich das Wasser ein bisschen. Wir sehen es gleich besser, genauer. Kein Stelldichein heute, der kleinen Reihe, doch da vorne, hier ist einer direkt hier und beobachtet. Ja, jeden Morgen so ein kleines Naturerlebnis hier an der Charca, und mit dieser Tierwelt hat es früher das alles noch nicht gegeben. Da waren ein paar Vögel, ein paar Enten waren da, aber das mit den Reihern hier. So, und jetzt geht's Richtung Strand. Acht Uhr und 10 Minuten, 19 Grad. Ja, Tiefstwerte waren es heute an der Hauswand. 18 heute Morgen. Höchstwerte werden wieder erwartet um die 24 bis 26 Grad. So, und hier sieht man so eine leichte Kräuselung auf dem Wasser. Ja, recht herzlichen Dank für die vielen netten Kommentare und gerade auch, was betrifft den Punkt jetzt mit der Hilfe für Valencia. So, und ich hoffe natürlich auf ganz, ganz regen Zuspruch jetzt am kommenden Freitag am Faro beziehungsweise heute Abend beim Lucky. Für die, die es nicht wissen, viele reden über Valencia oder was da geschehen ist, viele trauern, und das ist ein Wahnsinns-Schicksalsschlag für die gesamte Gemeinde und für viele Menschen, die Angehörige verloren haben. Und wir wollen ein bisschen was tun. Ich habe die Harrykappen und die stelle ich zur Verfügung. Die werden sozusagen ganz normal verkauft zum Preis, wie immer, für 10 Euro. Und der komplette Erlös, also die 10 Euro, die kommen dann direkt aufs Konto einer Hilfsorganisation, die wir dann noch benennen werden. Und ihr könnt mithelfen, indem ihr ganz einfach die Harrykappe kauft. Es sind keine Spenden, sondern es ist schlicht und einfach, ich sammle keine Spenden ein, keine Chance. Und das ist mein Gedanke. Und wer möchte, sagt, braucht keine Kappe, der kann auch die Harry-Aufkleber bekommen, die am Anfang des Videos immer so eingeblendet werden. Das sind 4 verschiedene Motive, da gibt es dann 5 Stück und die kosten dann auch 10 Euro, wer die Kappe nicht möchte. Und lieber einen Aufkleber für Koffer oder Auto. Geht auch. So, das ist der Gedanke, und wie gesagt, am kommenden Freitag und jetzt hier beim Lucky heute, da komme ich noch drauf, haben wir die Sachen dabei und da wird ein kleines Foto gemacht, wenn ihr das möchtet, und die Fotos werden dann aneinandergereiht als Video und dann haben wir alle mit drauf, mit dabei, die geholfen haben, die sind dann im kleinen Video-Zusammenschnitt mit dabei. So. Und jetzt geht's ans Wasser.
Dann geht es auch gleich weiter mit den anderen Wetterdaten, die noch fehlen. 7.14 Uhr war Sonnenaufgang. Um 18.15 Uhr ist Sonnenuntergang. Und Gezeiten. Um 7.23 Uhr hatten wir Niedrigwasser. Hochwasser ist um 13.37 Uhr und um 19.34 Uhr ist wieder Niedrigwasser. So, ich bin wieder hier in meinem Revier. Ja, schön ist es am Morgen, Mittag und am Abend. Das Wasser heute wird wirklich wieder richtig glatt. So, ich werde doch mal in die Richtung gehen. Was soll man da groß sagen? Ja, außer dass ich mich freue, hier zu sein oder dass ich hier bin und dass ich hier sein darf oder sein kann. Wir hatten gestern das Gespräch und das war auch sehr bewegend, dass eben auch viele Menschen da sind, die nicht mehr reisen können und die sich auf das Video freuen, auf die Videos freuen. Und zu denen sage ich jetzt wieder Hallo und guten Morgen hier mit dem Wetter von Gran Canaria, Maspalomas. Und ja, viele Jahre Gran Canaria gereist, aber irgendwann ist es eben nicht mehr möglich. Und dann freut man sich vielleicht über die Eindrücke, über die Videos, über das Wetter, die Realität und das Zwischendrin. So gehört auch das Feiern mit dazu. Und wir treffen uns heute. Und wie schon berichtet beim Lucky, da ist offen ab 18 Uhr und wir werden um 20 Uhr da sein. Wer heißt wir? Das ist die Conny Canarias. Dann ist der Alex, der jetzt auch hier auf der Insel lebt, mit seiner Schwester. Die sind hier, die beiden. Und die Antje ist hier und die ist auch mit dabei. Und wir werden einen schönen Abend verbringen. Aber auch nicht vergessen, die Menschen, die da so viel Leid erfahren haben in Valencia. Und deswegen, wie schon angekündigt, da gibt es die Harrykappen. Ich stelle die zur Verfügung. Die kosten 10 Euro. Wenn jemand mehr geben möchte, kein Problem. Dann würden wir gerne davon bei der Übergabe ein Foto machen. Die hängen wir dann aneinander. So als kleines Dankeschön machen wir dann, wenn diese Spende weggeht, ein Video mit allen, die daran beteiligt waren. Das ist meine Idee und ich finde es gut. Wer die Kappe nicht braucht, schon gesagt, der kann die Aufkleber haben. Und das braucht man natürlich dann irgendwie einen Rahmen. Und da ist der Lucky heute Abend gefragt. Und dann gibt es natürlich auch die üblichen guten Cocktails von der Tine. Dann die Musikwünsche, die erfüllt werden vom Lucky. Also wir hoffen auf einen schönen Abend und ihr seid recht herzlich dazu mit eingeladen. So, ich gehe hier jetzt noch ein bisschen so auf und ab, denn ich bin ja verabredet hier mit der Antje. Die macht das morgendliche Wetter in Kurzform. Und ich sehe sie schon. Da kommt sie schon. Ja, aber ich mache noch einen kurzen Schwenk hier rüber. Denn so schön ist das Wasser. Gestern ja auch den ganzen Tag über bis zum Abend war das Wasser schön glatt. Und dann kamen aber am späten Nachmittag die großen, dunklen, dicken Wolken.
So, und dann kommt sie natürlich wieder, wie immer, pünktlichst. 22 Grad haben wir, 8.27 Uhr. Und dann sagen wir natürlich gleich Hallo. Guten Morgen, Antje. Guten Morgen. Wie geht es dir? Gut. Gut geschlafen? Jo. Die Nacht war ja kurz, ne? Macht nichts. Macht nichts. So, ja, dann machen wir uns immer auf den Weg und gehen mal in die Richtung. Das erste Mal, dass du diesen Weg beschreiten wirst. Ja. Untenrum, ne? Ja, das ist wieder ein wunderschöner Tag und wir gehen jetzt hier gemeinsam Richtung Faro. Ja, und was wollte ich noch sagen? Nächsten Freitag natürlich wieder das Treffen am Leuchtturm. Plan B könnt ihr bestellen bei der Antje in Deutschland und den Kalender auch. Die E-Mail-Adresse habt ihr in jedem Video. Und ja, dann auch im Organic Food, das heißt im Reformhaus neben dem Café Zipf in der Sita. Und jetzt bewundern wir erstmal die schöne Wolke hier, die Wolkenformation. Ja, wir machen es nochmal den Weg hier. Wir gehen da nochmal entlang. Wer weiß, wie oft wir ihn noch haben, unseren Strandzugang mit Sand zum Strand von Meloneras, offiziell. Gute Freunde grüßt man. Ja, gute Freunde grüßt man. Und deswegen das Stichwort. Ja, wir haben auch gestern eine Überraschung gehabt. Und zwar die Susanne ist ja auch wieder da. Und wenn die Susanne da ist, dann grüßen wir natürlich auch den Horst. Der ist nicht mitgekommen, aber beim nächsten Mal. Lieber Horst, viele liebe Grüße dann. Ja, und wen grüßen wir natürlich? Den Kai. Ja, mit dem Leuchtturm. Mit dem Leuchtturm im Hintergrund. Der Kai, der die Stellung daheim hält, der wird recht herzlich hier gegrüßt am Faro de Maspalomas. Genau. Und beim nächsten Mal hoffen wir wieder, dass er mit dabei ist, beziehungsweise auf die schönen Aufnahmen. Und da gibt es wunderbare Drohnenaufnahmen. Die Reisewelle ist immer mit erwähnt in der Beschreibung. Da könnt ihr dann mehr sehen. Es ist 8.33 Uhr und wir beschreiten bei 25 Grad, zeigt das Thermometer an, das glaube ich jetzt nicht ganz. Wir beschreiten hier den Fußweg von Strand A nach Strand B. Im Sand wohlgemerkt. Ich bin ja da auch schon mal rübergekrabbelt mit die Steine. Aber das muss man nicht machen. So, und die Gezeiten, die erlauben es, dass wir jetzt hier im Sand von hier nach da kommen. So, dann gehe ich mal ein bisschen voraus, denn die Antje, die macht jetzt das Wetter in Kurzform. Ja, irgendwann werden das Zeitzeugen sein hier, dass man sagt, schau, da konnte man lang gehen, da gibt es ein Video, da ist der Sand und der andere Strand. Was habe ich mich da angestellt, um hier auf die kleine Insel zu kommen? Aber man muss es schon mit den Gezeiten irgendwie auch genau erwischen. Jetzt steigt das Wasser natürlich schon wieder. Ja, für Menschen, die es nicht wissen, die es nicht kennen, ist sagen die, was redet der da? Und die anderen, die sagen, tja, sowas habe ich noch nie hier gesehen. Ja, vor ein paar Tagen waren auch hier wesentlich mehr Steine schon wieder zu sehen. Ein paar schauen noch raus, die waren neulich auch weg hier. Also ihr seht, um wie viel. Ich schätze mal hier so um 30, 40 Zentimeter Höhe.
Wahnsinn, schön, ja. Ganz anders. Und das Wasser, die Wellen sind weg. Deswegen ist es auch wesentlich ruhiger, da wir ja keine Wellen haben. Ja, der Schatten schaut immer ein bisschen komisch aus von mir. Ich habe eine kurze Hose an und das ist keine Kutte, kein Mantel und nichts, sondern das sieht eben nur so aus und dann hängt manchmal das Bändel vom Rucksack runter. Also das ist kein Gürtel vom Bademantel. Nein, so würde ich hier nicht gehen. So, jetzt schaut es hier ein bisschen aus wie auf dem Mond. Die haben alle so eine schöne, kräftige rote Farbe, braun. Und ich laufe im Sand, wohlgemerkt. Muss ich gerade mal gucken, wie Ant hier abgeblieben ist. Ja, dann gehen wir auf. Da kann man weit gehen. Bis vorne zum großen Felsen kann man jetzt hier am Sand oder auf dem Sand entlang gehen. Bis da zur Ecke. So, und hier schon die ersten, die sich hier häuslich niederlassen, solange es eben die Gezeiten erlauben. Ja, und so schaut das von der anderen Seite aus. Jo, jetzt geht es wieder dann zum Hauptstrand zurück. Gerade eben am Strand hier gefunden. Das muss eine Apple-Notrufuhr sein für Kinder, wie es ausschaut. Es ist keine Uhrzeit da, kein Zifferblatt, aber eine Möglichkeit, ein Knöpfchen zu drücken. Vielleicht vermisst das jemand. Wir legen das dann vorne am Rotkreuzhäuschen hin und derjenige, der das vielleicht sucht oder verloren hat, der kann das dann am Rotkreuzhäuschen abholen. Heute, ja, der Weitblick heute richtig. Schaut, weil das so klare Luft ist. Schaut euch hier die Spiegelung hier an über dem Wasser. Richtig schön. Das ist immer noch Sonnenaufgang jetzt. Deswegen gehen wir auch jetzt der Sonne entgegen. Und hier haben wir wieder unseren kleinen Strandläufer. Einen davon. Ja, und ich weiß nicht, ob stimmt, das Blue Merlin Ibiza, die Terrasse, die soll angeblich, das habe ich nur gestern gehört, von Lopezan übernommen werden worden sein oder wird. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wir werden sehen. Jetzt steht immer noch Blue Merlin Ibiza, Sky Lounge, oben auf dem Dach. Und wir werden sehen. Ja, das ist doch wieder ein Erlebnis. Da kommt auch ein Schiff jetzt sozusagen genau in die Schneise der noch aufgehenden Sonne. Dann schauen wir doch mal, ob wir das ein bisschen im Fokus festhalten können.
Ich sehe jetzt mal gar nichts, weil auch mit Sonnenbrille, das spiegelt so extrem. Ich kann nur die Richtung erahnen, aber man wird nicht viel sehen. Vielleicht die Umrisse vom Schiff. Spiegelt so arg, dass man kaum das Display erkennen kann, ja. Und jetzt mal wieder mittendrin statt nur dabei. Das ist ja auch sehr schön, hier im Wasser laufen oder im Wasser zu laufen, beziehungsweise wenn die Wellen eben nicht so hoch sind und keine Steine da sind, das ist Voraussetzung. Aber da habe ich noch ein paar, ich sehe gerade hier. Das wäre nicht das erste Mal, dass ich mir die Füße verletzt hätte hier im... So, wir sind jetzt hier am vis-à-vis von der Charka, in der Mitte von der Charka. Und hier kann immer noch sein, dass Steine liegen, also ein bisschen weiter. Und da kann man, hier an dieser Stelle, da kann man bedenkenlos ins Wasser gehen. Wasser, soweit das Auge reicht. Ja, gar nichts mehr zu berichten. Doch, irgendwas gibt es bestimmt immer noch. Ja, die Winter Pride im Jumbo-Zentrum. Und da wird die Realität heute auch hingehen. Mal schauen, die müssen ja mit den Vorbereitungen fast abgeschlossen haben. Denn am Montag geht es ja los. Nochmals, für diejenigen, die nicht wissen. Es gibt jeden Tag Programm im Jumbo-Zentrum. Und es gibt aber auch diverse andere Veranstaltungen in anderen Anlagen bzw. Terrassen, auch hinter mir im Blue Merlin, Ibiza, Sky Lounge, aber das sind Sachen, die muss man vorher buchen, da braucht man dann ein Ticket, ist ja ganz klar. Also die Anlagen oder die Hotels oder die Poolpartys sozusagen, die sind im Voraus zu buchen. Alles andere immer ab 20 Uhr im Jumbo-Zentrum ist frei und da könnt ihr dann mit dabei sein und wir werden berichten. Es ist ja das Großevent, das 10. Mal Jubiläum jetzt hier von der Winter Pride und das gehört natürlich auch in die Öffentlichkeit. So, und für mich geht es jetzt wieder in die andere Richtung. Antje läuft noch ein bisschen, die macht sicher noch schöne Videos. Dann sage ich mal bis später, mach's gut und ins Wasser gehen, schwimmen, das ist eine Idee. Bis dann, tschüss. Ja, wer bei diesen Voraussetzungen nicht ins Wasser geht, der ist selber schuld. Die Wassertemperatur ist genauso hoch wie im Sommer. Die Lufttemperatur ist jetzt genau wie die Wassertemperatur. Also es ist eigentlich ideal.
einfach nur schön. Ich habe es ja gerade mit der Antje gehabt, das ist, hat jetzt nichts mit dem Aufnehmen zu tun, mit dem Filmen, mit dem Video, mit dem Kanal. Ich würde diese Runde jeden Morgen so und so machen, dass... Ist ja schon ein Ritual für mich seit Jahren. Und jedes Mal, wenn es in Urlaub geht oder woanders hingeht, dann sage ich, oh schön, man freut sich drauf, aber ich kann dann ja gar nicht an den Strand gehen. Deswegen auch, ich habe bekannte Freunde in Mallorca und die haben wieder Freunde und die haben gesagt, Mensch, komm, wir schauen uns mal den hier aus an, wo sind wir hingefahren? Gibt auch ein Video, das ist ein Video mit drauf. Ein wunderschönes Haus. Und mit einem Blick in einer Bucht und ja, viel Geld gekostetes Haus. Viel Arbeit, viel Zeit, aber das ist nicht. Und dann stehen wir da oben auf der Terrasse und dann ein Wahnsinnsblick. Ja, wunderschön. Und, so. Und wie lange brauche ich jetzt, wenn ich zu Fuß zum Strand gehen möchte? Ja, zu Fuß geht es schon mal überhaupt nicht. Da muss man im Auto fahren, das dauert ungefähr mit dem Auto 25 Minuten. So, das wäre für mich schon mal ein Grund, das nicht zu haben. Einmal mit den Füßen im Wasser, einmal mit den Füßen im Wasser im Meer stehen am Tag, dann verzichte ich gern auf den Meerblick. So, da vorne ist auch zwei Schiffe, ein Segler, ein Motorboot. Wir haben ja auch bald diese große Regatta hier in die Karibik. Das steht in der Gran Canaria Olé Zeitung. Genau wann, wie und wo. Ja, mit der Zeitung seid ihr auch immer gut informiert und wisst genau, welche Veranstaltung in welchem Monat, in diesem Monat jetzt im November. Und da kann man auch mal über die Gay Pride ein bisschen was nachlesen. Die Geschichte und so weiter. Ganz interessant. Ja, auch die hellen Streifen jetzt hier im Strandsand. Das ist angespülter Sand, der im Runtergehen hier wie beim Goldwaschen seine Spuren hinterlässt. Man sieht es hier ganz deutlich, hier an der Stelle. Ein bisschen Algen liegen hier, aber nur hier an dem Stück. So, und ich sage jetzt danke fürs Dabeisein, vielen lieben Dank. Auch fürs Teilen der Videos, fürs Abonnieren und Weiterleiten. Und wir sehen uns zur Realität. Und ja, ich sage bis später, bis gleich, bis nachher, gleiche Welle, andere Stelle. Bis später.